Das Wirtschaftsjahr 2012 ist bereits Geschichte. Was erwartet uns 2013? Mit welchen Herausforderungen muss der hiesige Markt rechnen? Welche Branchen erwartet der Aufschwung und wo kann es eng werden? Eine Prognose dazu haben die Experten der Vereinigung der Unternehmensverbände für MV am Dienstag in der Landespressekonferenz geliefert. Kurz zusammengefasst, man darf wohl recht optimistisch in die Zukunft blicken. Unsere Umfrage, die Umfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände hier in Mecklenburg-Vorpommern hat gezeigt, dass quer durch alle Branchen, die ja hier auch sehr unterschiedlich sind, was unsere Mitgliedsverbände angeht, doch eine relativ stabile, robuste Perspektive für 2013 aufzeigen. 2012 war in erster Linie das Jahr der großen Wirtschaftsansiedlungen und Investitionen. Der Industriegigant Nestle errichtet gerade das Werk für die Produktion von Dolce Gusto-Kapseln in Schwerin. Über 200 Millionen Euro fließen in das Projekt mit ein. Etwas kleiner, aber von kaum geringerer Bedeutung, die Ansiedlung des österreichischen Autokomponentenherstellers Obereigner in Lage bei Rostock. Mit weiteren Investitionen darf das Land nach wie vor rechnen. Doch es wird dabei sowie Gewinner als auch Verlierer geben. Wir haben also in der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise sehr positive Aussichten, sowohl was die Umsatzerwartung, die Investitionstätigkeit ist nach wie vor dort sehr stabil. Nehme ich mal das andere Extrem dagegen. Die Baubranche sieht das nicht so ganz so rosig. Die hat beispielsweise im Umsatz doch erhebliche Einbrüche, bedingt durch den Wegfall der öffentlichen Investitionen. Die Tourismusbranche soll laut Prognosen weiterhin stabil bleiben. Eine Umsatzsteigerung jedoch wird von den Hoteliers und Gastronomen nicht vorausgesagt. Zum einen hängt dies mit den möglichen Wetterkapriolen zusammen. Zum anderen leidet die Branche stark an dem nie enden wollenden Fachkräftemangel. Generell warnen die Experten vor einem viel zu hohen Erwartungsdruck. Das ist ein wichtiges Standbein, aber auf einem Bein alleine stehen geht nicht. Das wird schnell Alarm, deswegen brauchen wir möglichst zwei Beine. Und da wünsche ich mir fast einen Tausendfüßler. Je mehr Beine, auf die wir stehen können, desto stabiler können wir uns auch in Zukunft bewegen. Grundsätzlich ist 2013 mit einer Wachstumsrate von ca. 1,3% zu rechnen. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern im Bundesdurchschnitt. In die Zukunft darf also die Wirtschaft hierzulande eher optimistisch blicken. So zumindest die Erwartungen.